so? Oder? Ich komme aus Köln, bin heute Morgen 4 Uhr aufgestanden, 600 Kilometer gefahren, weil ich mir das hier mal angucken wollte und Flagge zeigen wollte und mit meiner Anwesenheit hier unserer Regierung zeigen möchte, dass es so nicht weitergeht und wie auch die Mitte der Gesellschaft das auch so findet, wie ich das so sehe. Es wurde viel im Vorhinein berichtet, schlimme Menschen, alle Nazis. Wie empfindest du jetzt hier die Atmo? Ich bin so erleichtert, auch viele Leute zu sehen, also wirklich Mitte der Gesellschaft mit Kindern, Familien, Mitte der Gesellschaft. Und die Corona-Zeit, wenn du da zurückblickst, was war für dich eine Einschränkung oder wo du sagst, im Umfeld, die Leute haben gelitten oder haben sich arrangiert? Die Spalterei habe ich erlebt, ja, dass noch Leute, gute Freunde, vor einer Woche gesagt haben, die zweite Welle geht los, bitte Regeln einhalten und dann bleibt es nicht beim Kopf schütteln. Das ist jetzt auch hier ein Event, da kriegen sie nicht mehr den Deckel drauf. Ja? Also das ist, alle Leute am Handy, es wird gefilmt und das wird verteilt werden. Und ich denke mal, die zweite Welle, die schon geplant ist, oder der nächste Lockdown für November, fällt aus. Ihre Versammlung ist beauftragt mit dem Tragen einer Mund- und Nasenabdeckung. Ich weise Sie daher darauf hin, dass die Nichtbeachtung eine Ordnungswidrigkeit darstellt. Des Weiteren, halten Sie bitte den Sicherheitsabstand von 1,50 Meter zueinander ein. Der Abstand der LKWs zueinander beträgt 200 Meter. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Also bis jetzt ist die Lage sehr friedlich. Ich hoffe, dass die Menschen friedlich miteinander umgehen, dass man versteht, alle gehören zur Menschheitsfamilie. Auch wenn jemand eine andere Meinung hat, ist das völlig okay, der gehört auch zur Menschheitsfamilie. Siehst du denn die momentanen Corona-Maßnahmen eher eine Einschränkung des persönlichen Friedens oder musste jeder individuell mit sich ausmachen? Es gibt immer Einschränkungen. Es gab im Kalten Krieg Einschränkungen, man konnte nicht beim Brandenburger Tor durchgehen, heute kann man durchgehen. Es gibt immer Einschränkungen und Öffnungen, so ist das in der Geschichte immer. Und ich denke, das, was wir lernen müssen, ist eigentlich immer zu sehen, welche Möglichkeiten haben wir. Und wir haben Tausende. Jetzt sagst du sehr interessant, heute kann man durchs Brandenburger Tor gehen, die Polizei hat es geschlossen. Ist das Einschränkungen des freien Weges? Ah, ich war gerade noch dort, da konnte man noch durchgehen, jetzt kann man nicht mehr durchgehen. Also das ist eben der Unterschied, die Dinge ändern sich auch sehr schnell. Aber ich denke, man soll nie denken, man hat keine Möglichkeiten. Jeder hat tausend Möglichkeiten und diese Möglichkeiten zu sehen und friedlich zu nutzen, für das setze ich mich ein. Die Leute sind durch diese Masken gesichtslos und sprachlos. Und sie folgen einfach blind den Anweisungen der Regierung. Die Auswirkungen der Corona-Maßnahmen auf die Kinder werden medial völlig unterdrückt, nicht dargestellt. Wie seht ihr als Lehrer eure Erfahrungswerte in Gesprächen, ob mit Eltern oder mit Kindern? Haben die letzten zurückliegenden Wochen und das, was noch kommt, Auswirkungen auf die Kinder, auf die aktuelle Generation? Also das hat auf jeden Fall massive Auswirkungen. Wir beobachten ja vor allen Dingen, dass die auch da wieder eine Spaltung ist, dass die einen Eltern das akzeptieren, die anderen Eltern nicht. Bei den Lehrern wurde einfach alles so gemacht, wie es erwartet wurde. So wurde mir das zugetragen. Und
es ist auf jeden Fall verheerend und es wird auch meiner Ansicht nach, ich bin ein absoluter Gegner von zukünftigem Homeschooling, weil das Miteinander einfach gefördert werden muss, die Diskussionskultur, und das kann nur bestehen und stattfinden, wenn der Kontakt besteht, denn die Manipulation kann immer in der Separierung erst passieren. Wenn du darauf antworten möchtest, hättest du dir aus der Kollegschaft mehr Widerspruch, mehr Diskussion gewünscht? Das wünsche ich mir seit Jahren und es hat mich schier zerbrochen. Punkt. Was waren für dich persönlich größten Einschränkungen in den letzten Wochen, wo du sagst, darum bin ich auch hier? Ja, Reisefreiheit, dann diese Maskenpflicht fand ich ganz furchtbar und die einheitliche Berichterstattung in den normalen Medien. Und dass man nicht ein Konsortium findet von, ich sag mal, Wissenschaftlern jeder Couleur, die sich alle mal an einen Tisch setzen und dieses Thema behandeln. Und ich fand so, das hat mich stutzig gemacht, dass man in allen Kanälen, in den normalen Zeitungen, immer alles das Gleiche gelesen hat. Und das hat mich eigentlich dazu gebracht, mal ein bisschen alternative Medien und das Internet zu forschen. Die Polizei wird gleich hier erscheinen und wird sagen, dass die Versammlung aufgehört ist. Wir sehen keinen Grund dafür. Das heißt, von Seiten der Veranstalter wird hier nicht aufgelöst, sondern aufgelöst werden muss durch die Polizei. Ich appelliere an alle Polizeibeamten, die heute diesen Befehl kriegen, verweigert ihn, seid nicht die Scheiße. Demonstrationsrecht in die Hand und verweigert den Befehl! Das, was hier passiert, hat mit einer Demokratie nichts mehr zu tun. Und jeder Polizist, der mir heute in die Augen gesehen hat, weiß das. Das hier ist die friedlichste Versammlung von Menschen und die größte Versammlung von Menschen, die die Bundesrepublik Deutschland je gesehen hat. Wer diese Veranstaltung auflöst, verstößt gegen die blühenden Formen. Let's go!
Zeichen setzen. Alle auf den Boden, sollen sie uns alle wegtragen. Es erfolgt eine Durchsage der Berliner Polizei. Die Durchsage richtet sich an alle Personen, die sich im Bereich des 17. Juni befinden und Teilnehmer der Veranstaltung VHA1 sind. Die Versammlung hat zum einen die Auflage, dass ein Mund- und Nasenschutz zu tragen ist. Dieser Auflage wird nachhaltig nicht nachgekommen. Darüber hinaus werden allgemeine Hygienevorschriften, Hygieneabstände nicht eingehalten und der Versammlungsleiter hat keine Möglichkeit, auf sie einzuwirken, dass diese Vorgaben, Abstände und ein Mund- und Nasenschutz getragen werden. Aus diesem Grund besteht keine Möglichkeit.